Hallo alle miteinander. Ich habe heute ein Paket gekriegt vom Uhrzeitshop und das möchte ich mit euch jetzt auspacken. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich habe auch ein neues Messer, das werde ich gleich mal ausprobieren. Dann geht's gleich mal ab. Einmal hier und dort. Na, nicht, dass ich durch den Karton schneide, so scharf, das merkt man dann gar nicht. Ich finde das schön, dass die hier noch so einen, ihren Aufkleber drauf und dann weiß jeder gleich, wo man gekauft hat. Ne? Aber gut. Also geht sogar so auch noch. Ein bisschen nachhelfen noch. Ja. Oh ja. Ja, der lag da schön oben drauf mit meiner Adresse. Ne? Aber ich weiß ja, was drin ist. Das ist jetzt nicht so, dass ich den aufmachen muss zum Lesen. So, seid ihr gespannt? Ich bin es ja nicht. Das Zeug weg. Und hier das. Und dann haben wir schon mal die erste Figur. Boah, ich dachte nicht, dass der so groß ist. Ich hätte eher gedacht, dass der kleiner ist. Das ist ja schön. Der hat eine schöne Größe. Also, es ist ja jetzt der neue rausgekommen. Der neue Stegosaurus von Paco. Und war eigentlich nie so davon angetan, von dem Grünen. Aber als ich das neue Modell gesehen habe, da dachte ich so, ja, ich glaube, die Stegosaurier brauche ich auch. Erstmal hier der Grüne, dann könnt ihr euch ja schon denken, was ich da noch drin habe. Gut verpackt auf jeden Fall, muss ich sagen. Hat auch schnell geliefert. Oh, der ist ja schick. Oh. Aber der Grüne gefällt mir auch, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, der Grüne, ja. Aber nee, der sieht auch gut aus. Ja, also. Dann haben wir einmal die alte Version, den Grünen. Und eben links den neuen. Wollen wir sie am besten mal gleich auspacken. Den Grünen zuerst. Ist das schön. Der ist echt schick. Wow. Das ist echt ein tolles Modell. Also ich finde immer die Stegosaurier, die vermasseln sie immer meiner Meinung nach. Gerade auch von Schleich zum Beispiel der neue, der ist zwar eigentlich schick, aber das Auge, das haben die bei Schleich so klein und hässlich. Und hier ist das richtig schick. Das ist ja richtig gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute Fans von diesem Stegosaurus sind, von Paco. Ist ein richtig schickes Modell. Und ich habe jetzt, also ich habe gehört, es gibt hier verschiedene Farben von wahrscheinlich, also so Farbvariationen. Ich habe jetzt die mit den roten Platten gekriegt. Ich finde, das sieht gut aus, gerade wenn man bedenkt, dass die Version hier ja sehr dunkelrote oder braune Platten hat. Man könnte also jetzt so tun, als wäre das tatsächlich, als wenn, ja, so würde das hier das Weibchen sein, zum Beispiel hier das Männchen eben. Und dass die Gemeinsamkeit eben hier von Rückenplatten kommt, dass die eben ungefähr dieselbe Farbe haben, aber dass eben von diesen, ja, dass die Männchen ja bei diesem Tier wahrscheinlich immer etwas farbenprächtiger waren, dass das dann hier zusammen ganz gut wirkt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich einen vernünftigen Satz gesprochen habe, aber ist jetzt auch egal. Machen wir erstmal den hier auf. Also der hier ist ja ganz klar inspiriert von Dinosauriern im Reich der Giganten. Da gibt es ja diese Szene, wo diese kleinen Diplodocus-Babys da rumlaufen und die Allosaurier jagen die, und dann kommt ja der Stegosaurus daher und dann pumpt er auch Blut in seine Rückenplatten, das sieht dann hier auch so aus, und schafft es dann, die Allosaurier von sich fernzuhalten. Hier das Auge können wir mal kurz gucken, ja, das ist auch sehr schön gemacht. Das wirkt, also da muss ich wirklich sagen, Schleich hat da zwar ein schickes Modell vom Stegosaurus, aber es ist auf keinen Fall so schön, wie die hier das sind. Hier haben wir eben, wie ich sagte, inspiriert von Dinosaurier im Reich der Giganten, und hier haben wir höchstwahrscheinlich inspiriert von Jurassic Park,
Die vergessene Welt, Jurassic Park. Also da bin ich echt froh, dass ich die jetzt habe. Ich wollte die eigentlich nicht haben, die haben mich nie interessiert, aber diesmal dachte ich, jetzt muss ich sie beide auch dann nehmen. Waren ja auch jetzt nicht so teuer. Ich habe jetzt für beide ungefähr 15 bis 16 Euro bezahlt. Ich glaube für den hier 16 Euro, für den 17 Euro glaube ich sogar. Aber ja, auf jeden Fall schick. Also wer einen Stegosaurus braucht, der sollte sich am besten jetzt einen von Papo holen. Gibt zwei schöne Varianten. Beide sind sehr, sehr schick. Und die werde ich auf jeden Fall bald auch reviewen. Und ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich die hier habe, dass ich die jetzt ausgepackt habe. Werde mal gucken, wo ich die hinstelle. Und ich werde mich jetzt abmelden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche und macht's gut. Thank you.